was gibt es Besseres, als sich in der ersten Januarwoche hinzusetzen und sich zu überlegen, welche E-Sport-Games denn so hot sind im nächsten Jahr und was angesagt ist, was nicht, was am Absterben ist und auf welche Spiele wir uns denn stürzen müssen, um den geilsten Profit und am meisten Spaß rauszuhauen. Diese Fragen habe ich mir gestellt und werde sie in diesem Video für euch beantworten. Aber bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis auf meine Social-Media-Auftritte. Ich bin auf Twitter unterwegs, auf Instagram, streame regelmäßig auf Twitch, mache täglich Videos auf TikTok und bin auch auf professioneller Ebene auf LinkedIn unterwegs. Bitte einmal alles anklicken, überall Herzchen dalassen und Abos, denn dann freut sich der Pavel und der Algorithmus und dann sind wir alle glücklich. Also einmal schnell erledigen, Pause drücken, loslaufen, wiederkommen und dann können wir hier weitermachen. So, wie habe ich mir denn überlegt, mir die neuen Spiele oder die Spiele auf dem Markt anzuschauen? Dazu habe ich mir einige Kennzahlen überlegt und die anhand von unterschiedlichen Quellen überprüft und mir dadurch so ein Bauchgefühl an Auflistung gemacht. Achtung, am Ende werden die Kombinationen an Kennzahlen, die ich für mich wahrgenommen habe, mein persönliches Bild abbilden. Das heißt, das ist keine wissenschaftlich fundierte Erarbeitung, auf welche Pferde wir denn setzen sollen im nächsten Jahr. Es ist einfach nur das Gefühl, welches ich nach der Sichtung einiger Informationen aus dem Internet gesammelt habe. Das als Disclaimer, bevor es losgeht. Also, was habe ich getan? Ich habe mir die Anzahl der Twitch-Zuschauer angeschaut und zwar auf twitchtracker.com. Dann habe ich mir die Anzahl der gleichzeitigen Spiele angeschaut. Hier ist es ein bisschen schwieriger, denn alle Steam-Games, die machen das ziemlich sichtbar, wie viele Spieler denn gerade online sind. Aber bei Spielen wie Overwatch oder StarCraft oder Hearthstone gibt es diese Informationen nicht, auch bei League of Legends nicht. Also muss man da mit einem Bauchgefühl oder mit einer Schätzung rangehen an diese Informationen. Weitere Kennzahl ist die Google-Suche, also die Relevanz auf Google-Suchen. Dort habe ich trends.google.com genutzt und als Schluss noch einmal die Summe an insgesamt ausgezahlten Preisgeldern. Diese Informationen habe ich von esportsearning.com. Ich werde die Links unten in die Beschreibung reinpacken, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ich werde hier im Video nicht mit Zahlen um mich herumwerfen, sondern nur das Endergebnis meiner Analysen präsentieren sozusagen. Also, dann lasst uns mal in die Tierlist gucken. Die Tierlist sieht folgendermaßen aus. Also ich habe die Spiele in 4 Kategorien unterteilt. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Im Wesentlichen ist es einfach nur eine Abstufung von, das sind die Top-Games bei Tier 1. Tier 2 sind die guten, standhaften, gut etablierten Spiele. Tier 3 ist Medium. Tier 4 ist eher etwas, was am Abkacken ist mittlerweile oder am Aussterben. Hatte vielleicht mal seine Jahre, seine Zeiten, aber mittlerweile eher in der Irrelevanz verloren gegangen. Tier 1. Dota 2, CSGO, LOL und Fortnite. Dota, CSGO und LOL werden wohl offensichtlich sein. Diese drei Games haben einfach eine so starke Historie, so eine starke Medienpräsenz und Fanbase, dass die drei Spiele aus Tier 1 nicht mehr wegzudenken sind. Das beweisen auch die Zahlen, da brauchen wir auch nicht lange drüber zu diskutieren. Diese Spiele sind da und werden auch bleiben. Fortnite ist im letzten Jahr neu für mich und für dieses Jahr in Tier 1 reingerutscht, denn allein die letzten Turniere und allein die Masse an Spielern, zum Beispiel hat Fortnite im letzten Jahr das Peak der gleichzeitigen Spieler bei 10 Millionen gehabt. Das schafft kein anderes Spiel. No way, no way. Gut, da ist vielleicht auch PvE mit dabei und keine Ahnung, irgendwelche anderen Bildervarianten, Bildermodi. Aber im Wesentlichen 10 Millionen Spieler, das ist ein Brett. Ja? Und das Preisgeld im letzten Turnier, diese 3 Millionen Dollar, die da so ein 16-Jähriger gewonnen hat, ist einfach nicht auszudenken. Und das wird auch so bleiben. Epic setzt auf dieses Pferd und wird da auch noch weiter investieren. Da braucht man gar nicht lang zu überlegen. Fortnite ist Tier 1. Punkt. Leider, ich bin kein Fortnite-Fan, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, das lässt sich nicht verleugnen. Tier 2,
Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siege, Hearthstone, Rocket League und FIFA. Diese Spiele, die sind auch schon etwas länger auf dem Markt. Ich würde schon fast sagen, fast alle sind locker schon 3-4 Jahre auf dem Markt, haben es nicht geschafft, in Tier 1 aufzusteigen. FIFA ist natürlich schon älter, aber hat auch nicht die Preisgelder wie die Tier 1 Spiele. Und auch nicht die Twitch-Zuschauerzahlen. Dann hat zwar eine große Fanbase, auch durch Ultimate Team, aber das Ultimate Team, das reicht einfach nicht aus, um FIFA auf Tier 1 zu bekommen. Overwatch hingegen hatte so seine Schwierigkeiten. Ich hätte Overwatch gerne auf Tier 1 gesehen, weil ich Overwatch sehr gerne mag. Aber gerade in den letzten Wochen ist auch laut geworden, dass so einige Overwatch-League-Moderatoren so ihre Problemchen mit der Direktion der Overwatch-League haben und haben die OWL sozusagen verlassen. Das hat so ein bisschen so das Stimmungsbild einbrechen lassen. Aber ich glaube nicht, dass diese Abgänge dafür sorgen, dass Overwatch noch weiter runterfällt. Dafür investiert Blizzard einfach immer noch genug Geld in die Overwatch League, als dass es nicht auch auf Tier 2 bleiben könnte. PUBG und Rainbow Six und Hearthstone gibt nicht viel zu sagen, hat eine solide Fanbasis. Wieso vielleicht PUBG nicht auf Tier 1 ist, ich kann mir vorstellen, dass Spieler einfach angenervt sind, dass das Spiel einfach voller Cheater ist. Und das wird dem Ruf dieses Spiels schaden, denke ich. Deshalb sind viele Leute von PUBG auch einfach abgedüst. Tier 3. Auto Chess, Call of Duty, StarCraft 2, Smash Brothers, World of Tanks, Magic the Gathering Arena, Mortal Kombat 11, Teamfight Tactics und Apex Legends. Nehmen wir uns erst einmal Auto Chess und Teamfight Tactics vor. Diese Spiele sind sogenannte Auto-Battler. Ja? Sind nichts Neues, waren die große Hoffnung im Jahr 2019, dass sie den E-Sport-Markt umkrempeln würden. Nach anfänglicher Stärke sind sie aber ziemlich schnell wieder abgefallen und sind in ihrer kleinen Nische geblieben. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ihre großen Puppies, ja, die MOBAs, Dota und LOL, halt immer noch so stark und so verwurzelt in der E-Sport-Szene sind, dass zu wenig Leute von MOBAs in die Auto-Battler rübergegangen sind und dadurch es den Auto-Battlern einfach in der Kürze der Zeit noch nicht gelungen ist, zu wachsen. Meine Prognosen sind eher neutraler Natur. Ich bin mir nicht sicher, ob das Genre es noch schafft, aufzusteigen oder ob das einfach eine Nische bleibt. Ich tendiere eher zum Nischengenre, aber mit T3 sind die Spiele immer noch ziemlich okay vertreten im E-Sport. Es gibt relevante Turniere, es gibt auch Preisgelder, aber nun mal nicht so stark wie in Tier 1 und Tier 2. Call of Duty Modern Warfare sehe ich in Tier 3 einfach, weil ich das Gefühl habe, dass COD gerade viel zu häufig neue Versionen bekommt und COD nicht die Chance bekommt, sich ordentlich über mehrere Jahre hin zu etablieren. Deshalb wird Call of Duty, denke ich, immer wieder in Tier 3 bleiben, weil durch die Veränderung der Version immer Leute abhauen, neue Leute dazukommen. Ja, die Playerbase bleibt zwar immer stetig auf einem soliden Niveau, aber sie schaffen es nicht in diese explosionsartigen Größen wie die Tier 1 und Tier 2 Spiele. StarCraft 2 finde ich ziemlich schade, dass es leider schon bei Tier 3 angekommen ist. Der Urvater der E-Sport-Games, ja, aus Korea importiert, ja, hatte so ein Potenzial. Leider wurde das Spiel von anderen Spielen verdrängt und ist in dem Schatten seiner selbst verschwunden. Kommt leider nicht mehr raus, was ziemlich schade ist, denn ich liebe StarCraft 2. Tja, was soll man tun? Zu den anderen Spielen, Super Smash Bros., World of Tanks, Magic, The Gathering, Mortal Kombat, Apex, kann ich nicht viel zu sagen. Da sind einfach nur die Zahlen, die dafür sprechen, dass es einfach noch nicht groß genug ist. Tier 4, Warcraft 3, Dota Underlords, Heroes of the Storm, Quake Champions, Paladins und Smite. So, ha. Heroes of the Storm, ja, war mein MOBA der Wahl. Also Dota und League of Legends waren für mich eher, da hat eine Partie persönlich zu lange gedauert. Sind sehr, sehr hoch
hochklassige Spiele, keine Frage, machen auch Spaß und sind auch total toll. Heroes war meine Version von Blizzard und ich als Blizzard-Fanboy habe Heroes geliebt. Ja, aufgrund der Lore, der Charaktere. Aber Ende 2018 hat Blizzard den Stecker gezogen. Fährt auf Sparflamme, keine offiziellen Turniere mehr, nur noch private Turniere. Und deshalb ist für mich Heroes of the Storm im Dying. Ja, oder im Tier 4. Warcraft 3 habe ich wieder aufgenommen, denn am 19. Januar kommt Warcraft 3 Reforged. Ich hätte Warcraft 3 schon gar nicht mehr aufgenommen, obwohl es doch noch einige Turniere dazu gibt. Und es gibt noch Spieler, die das Spiel am Leben halten, obwohl es schon 16 Jahre alt ist. Ich bin gespannt. Ich habe es erstmal auf Tier 4 geschoben. Vielleicht passiert da noch mehr. Vielleicht kommt es auf Tier 3 durch den Release von Warcraft 3 Reforged, also dem Remake von Warcraft 3. Ich bin einfach gespannt und ein bisschen gehypt. Ein klein wenig gehypt auf Warcraft 3 Reforged. Wir werden sehen, was da passiert. Dota Underlords kackt leider zahlenmäßig gegen Teamfight Tactics ab. Nach einer starken Startphase hat den Spielern wohl die Meta und das Balancing nicht gefallen, sodass die Leute, sodass Dota in den letzten Monaten bis zu 80% seiner Spielerbasis verloren hat. Und wenn sich dann nicht ordentlich was ändert, dann wird das fast das Todesurteil von Dota Underlords sein. Schade, auch hier, ich mochte eigentlich Dota Underlords mehr als Teamfight Tactics, aber das ist wohl, glaube ich, eine Glaubensfrage. Ein weiterer Stich in mein Herz ist Quake Champions. Ich bin am 286er mit Quake 1 aufgewachsen. Quake 1 war neben Warcraft und StarCraft 1, ja, eins meiner ersten PvP-Spiele. Moment, das war Quake 2. Quake 1 war nur PvE, glaube ich. Nein, gar nicht wahr. Quake 1 gab es als PvP. Ach, wie auch immer. Meine Erinnerung trügt mich hier ein bisschen. Quake, ich hab's geliebt. Der erste Arena-Shooter, der dann mit Quake 3 so populär war, dass es jeder gezockt hat. Ja? Ging nicht ohne. Quake Champions, ich weiß nicht, was passiert ist. Es spielt keiner. Ich habe es installiert. Ich habe Quake Champions installiert. Aber wenn ich mich einlogge und die Queue betrete im One-on-One-Duell, warte ich 45 Minuten und ich kriege einfach keinen Gegner. Weil mal eben nur 800 Leute gleichzeitig spielen, weltweit. Ich meine, what the fuck? Scheiße, Quake. Am Sterben, leider. Ich weiß nicht, was id Software da noch unternehmen muss, um das Spiel aus der Asche zu holen, aber ich sehe da schwarz. Letzte zwei Spiele, Paladins und Smite, habe ich keinen großen Bezug zu, aber die Zahlen sprechen für sich, hat eine kleine Fanbase, fährt wohl auf Sparflamme, es gibt wohl Turniere, es gibt wohl Zuschauer, aber bei weitem, wie gesagt, nicht so krass wie Tier 1. Wenn ihr also Bock habt, richtig in den E-Sport einzutauchen, Regel Nummer 1, sucht euch das, was euch am meisten Spaß macht. Regel Nummer 2, guckt bei Tier 1, weil da sind die Chancen am größten, Kohle zu machen, Freunde, Kohle zu machen. Ich sage, wie es ist. Ja. Und wenn ihr euch ein Spiel ausgesucht habt und der Meinung seid, ihr wollt euch darin verbessern und ihr wisst nicht wie, coaching@followpavel.de einfach eine Mail schreiben oder mich unter Discord kontaktieren, Hallo sagen, anschreiben und glücklich sein. So, das war meine persönliche Auflistung der Top E-Sport Games fürs Jahr 2020. Wenn ich etwas vergessen habe, natürlich in die Kommentare. Wenn ihr absolut nicht einer Meinung mit mir seid, natürlich in die Kommentare. Lasst uns das als Grundlage zur Diskussion nutzen, aber in diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dann und tschüss. Da ist einer. Da ist einer. Oh. Auf 60. Da, im blauen Haus. Genau vor mir. Ja. Siehst du ihn? Nee, in diesem kleinen blauen Haus. Der hat sich hinter das Haus begeben, flankier ihn, genau. Und jetzt rasieren weg. Der ist hinter dem Haus jetzt. Hab mal ausgenockt. Pavlicious knocked you out with a headshot. Dankeschön, Adam.
Ja, wir wollten eh raus. Du hast mich rausgenockt. Alles klar, wer hat sich geil. Ich schieß auf den Gegner und denk mir schon so, hä, warum, wie trifft er mich denn? Und dann, oh, alles klar. Ich hab auf ihn geschossen, das war ein Querschläger. Das war ein Querschläger.